Hallo Freunde! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute liebe Tobi. Was geht? Hi. Hallihallo! Tobi, wie geht's dir? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist hier du? Hier hinter dir. Hallo? Ah, Tobi, ach, da, hi. Oh, hi. Oh, lol. Okay, Leute, ja. Ich bin wieder da. Tobi, ich war ja lange, lange Zeit weg. Wir haben ja zwar ja, eine Menge haben wir ja gemacht, aber in der Zwischenzeit war ich ja weg, Leute. Und ich wollte mich einfach mal umschauen, was es hier alles Neues gibt. Und ich habe gerade eben schon da oben etwas gesehen, Leute. Wir haben hier die U-Bahn gebaut und so weiter und so fort. Für euch geht es flawless weiter. Ich komme gerade aus einer Region wieder, wo es dann demnächst nochmal zu weitere Infos gibt. Tobi, was ist das hier? Erzähl mir mal, was ist das hier? Das ist eine Musketenfabrik, also eine Waffenfabrik. Aha. Alter, hast du die gebaut? Ja, also ich habe die mit Hilfe von ein paar Architekten gebaut und entwickelt. Und hier ist so ein kleines Alter, das heißt, wir können die Sachen jetzt viel, viel schneller produzieren. Und hier, das genau, ist genial. Und hier ist das Endband und dann wird das alles hier in die Kiste geliefert. Du siehst auch hier in der Kiste. Alter, Wahnsinn. Das ist genial, das ist genial. Ja, in Kiste, ist in den Kisten schon was drin? Hier. Oh, guck mal da. Ah, perfekt. Und so werden die dann verschifft, die Waffen. Sehr schön, sehr schön. Genau. Das heißt, wir können jetzt bald unsere Armee damit endlich aufbauen. Okay. Richtig. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pass mal auf, unser Luftschiff und sowas hat ja auch alles ganz gut funktioniert. Was haben wir denn hier vorne, Alter? Was haben wir denn hier noch alles Neues? Ich weiß nicht, Palast, da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Da sollten wir uns definitiv irgendwie drum kümmern, dass das irgendwie mal... Oh, irgendwas lol. Sollte dahin. Mo hat ein neues Haus. Ja. Alter. Oha, was ist das denn für ein Baustil? Das ist ja höchst revolutionär. Wow. Ist... Alter. Sieht schick aus. Der Schornstein drauf, vielleicht ist er sogar zu Hause. Warte, wir können ja mal ganz was gucken. Alter, das sieht... Oh, aha, exotische Palmen und sowas. Wahnsinn. Sieht nicht schlecht. Ist hier irgendwo jemand? Hallo? Hallo? Ne, hier sind die Vorhänge zugezogen. Ich weiß gar nicht. Warte mal, hier mal. Hier vorne. Mo! Hallo? Hallo? Mo! Ich glaub nicht, dass er da ist. Hallo? Mo! Ach, da! Oh. Hallo! Hi! Hi! Oh, du hast hier umgebaut, sehe ich, Alter. Wahnsinn, sehr schön. Ja, lang nicht gesehen. Du, ich glaube nicht, dass das hier artgerecht ist, Alter. Mit den Fingern. Doch. Ja, doch, ist alles gut. Ich wollte mich einfach mal umhören, wie es dir geht. Ich war ja lange weg. Wie geht's meiner Paten? Ach, komm, lass uns, wir gehen erstmal rein, oder? Nein, warte. Alles gut, mach dir doch keine Sorgen. Hey, was denn? Komm doch mal her. Ja, was denn? Kommt mal lieber hierher. Ja. Heute ist doch so ein schöner Tag, da können wir doch draußen bleiben. Ich möchte mal schauen, was du hier drin gemacht hast, Alter. Ja. Ich möchte nur meine Patenkinder sehen. Wo sind die denn, die Kleinen? Die sind nicht da. Oha, was ist das hier? Hier ist das Kinderzimmer, nehme ich an. Nee, das ist mein Schlafzimmer. Okay, und was haben wir hier noch? Ich darf mich doch freilich umsehen, oder? Oha, Alter, moderne Architektur, das gefällt mir, Mo, das gefällt mir wirklich. Danke. Was haben wir hier? Habt ihr schon die Küche gesehen? Ja, natürlich, ja klar. Was ist... Was hast du hier? Ich habe eine richtig moderne Küche, guck mal. Was ist das denn? Guck mal, das ist davon. Oha, da hast du einfach nur Eis reingetan in den Metallschrank. Darf ich mir so einen Keks nehmen? Die sehen verdammt gut aus. Ja, klar, gern. Ein Extreme Chili, da habe ich auch Hunger drauf. Da ging es doch gerade eine Treppe runter, wo ging es denn dahin? Ist das der Keller? Aber... Darf ich mal schauen? Ja, hier ist ja einfach nur eine Wand. Da gibt's ja nichts. Ja, genau. Ich habe da eine Überraschung geplant für die ganze Stadt. Ich meine, ich bin ja jetzt stellvertretender Bürgermeister, ne? Ja, genau, das bist du und richtig. Da habe ich eine kleine Überraschung. Ja, ich wollte sowieso mal nachfragen mit der Politik und sicher, dass hier nichts weiter. Ich meine, da ist nichts. Du brauchst nichts. Nein, da ist nichts. Oh, hier ist nur. Oh, tut mir leid. Das ist wahrscheinlich. Ja, gut, alles klar. Gut. Dann scheinbar scheint das hier noch. Und das Zimmer, was ist das hier? Nee, das ist zugeschlossen. Da brauchen wir nicht hin. Okay, komm mal, ich will euch noch was zeigen. Okay. Was denn? Guck mal, habt ihr schon mal so einen modernen Tisch gesehen? Das Glas. Wo das Pferd gerade drauf ist. Ich weiß auch nicht, warum Pippi da gerade drauf ist. Hilfe! Ich hab's mal da runtergeholt. Sehr schön. Nicht schlecht. Das untere Teil sieht aus wie eins von diesen Dingern, die ich früher in meinem Freundenhaus hatte. Ist ja auch egal. Ja, sehr schönes Haus, Mo. Sehr schönes Haus. Ja. Wir sollten uns jetzt als Bürgermeister und stellvertretender Bürgermeister mal ein paar Gedanken machen, wie wir die Stadt weiter voranbringen können. Tobi und ich haben ja sehr viele Verteidigungsanlagen gebaut und ich meine, vielleicht können wir deinen Keller ja irgendwie zu irgendwas nutzen, wenn er da mal fertig ist. Ja, ich glaube, die Überraschung dauert auch noch ein bisschen. Also, was für eine Überraschung? Wovon redest du denn? Ich meine. Nee, alles gut. Ich würde sagen, heute ist ja so ein schöner Tag. Genieß doch den Tag noch. Okay, dann besprechen wir uns einfach die Tage nochmal, würde ich sagen, bezüglich unserer weiteren Außenpolitik und wie wir hier mit der Stadt fortfahren. Gefällt euch mein Garten? Der ist sehr schön tatsächlich, ja. Ein bisschen trist, aber so, die Palmen sind ganz schön. Wo hast du die denn her? Von einem Kollegen. Okay, nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Also, sieht wirklich extrem gut hier aus, was du hier hast, Mo. Ja gut, dann will ich auch, glaube ich, gar nicht weiter länger stören. Ich melde mich dann die Tage bei dir, ne? Okay, ciao. Ich habe irgendwie mitbekommen mit einer kriminellen Organisation. Hast du da vielleicht was mitbekommen als Stellvertretender? Ich meine, in der Zwischenzeit musst du ja irgendwie da was mitbekommen haben, oder? Kriminelle Organisation? Ja, organisiertes Verbrechen, wenn du verstehst. Ich meine, ihr scheint es irgendwie immer wieder vorkommen, es von Schutzgelderpressung gegeben zu haben und was? Bürger, die überfallen worden sind. Da musst du doch als stellvertretender Bürgermeister, hast du doch da sicherlich... Also wenn ich ehrlich bin, ich habe die letzten Tage... Dann pass mal auf. Ihr seht ja, was das für ein Palast ist. Du hast an deinem Haus gebaut, nehme ich an. Genau. Gut, Mo, pass auf, dann gebe ich dir jetzt folgenden Auftrag. Wenn du irgendwas weißt, okay? Ich bin da hinterher und ich möchte diese Männer hinter Gitter bringen. Ja, ist das klar? Ja, sollte hier irgendeine illegale Organisation in der Stadt sein, Mo.
dann ist es unsere Aufgabe als anständige und frei gewählte Bürgermeister, dieser Sache nachzugehen, diese Leute zu stürzen. Ist das klar? Ja, na klar. Okay, gut, okay. Was zum Oh Gott, dein Gesicht. Oh, gut, ja, alles gut, klar. Okay. Ich melde mich. Dann geh der Sache nach. Wenn du Informationen hast, sag mir ruhig Bescheid. Mir und Tobi kannst du immer vertrauen, ja? Okay, mach's gut. Tschüss. Was zum Teufel ist denn mit Mo los, Tobi? Ich weiß nicht. Er ist ziemlich komisch irgendwie. Ganz seltsam verhalten irgendwie, ne? Er steht jetzt gerade mal vor seinem Haus. Ja, er klingt ziemlich nervös, oder? Ja, aber warum? Ich meine, ich wollte nur meine Patenkinder sehen. Ich hab tatsächlich doch ein Recht darauf, oder? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, irgendwie, und ich habe jetzt, du hast das ja mitbekommen mit dieser Organisation, was ist da genau? Also ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die eine neue Untergrundorganisation ist. Der ist gerade, glaube ich, reingegangen, okay, pass mal auf. Ich würde sagen, ich will natürlich jetzt keinen Durchsuchungsbefehl für einen meiner besten Freunde und vertrauten Bürgermeister haben, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, es kommt mir alles so spanisch vor, so seltsam, weißt du? Mit dem Keller, das war auf jeden Fall ziemlich komisch. Ja, nicht nur der Keller, dieses Zimmer, was abgeschlossen war. Ich meine, warum schließt man, ich bin der Bürgermeister, mir kann man doch alles zeigen, oder? Es sind nur diese Fenster, die zu sind, falls du es gesehen hast. Ja, ja, und ich habe auch schon geguckt, man kann nichts dadurch sehen, naja. Nee, kann man nicht. Oh, hier vorne entsteht also ein weiterer Prototyp, wie ich sehe, Tobi. Da ist noch einer, ja. Oha! Der Alter, fliegt sogar schon. Was ist das denn? Das, oh Gott, ja gut, diese Sache mit Luftschiff Colonia. Verdammt ja, gut, Alter, verdammt. Das ist der erste Typ, den wir benannt haben. Mhm, okay. Der ist zusammen entwickelt mit einem, mit einem Ingenieurteam oder wie? Genau. Verdammt gut, verdammt geiles Teil, Alter. Sollen wir damit vielleicht mal eine Runde drehen? Können wir versuchen. Du fliegst, okay? Ich versuch's einfach mal, okay? Ja. Au, okay, ich sitz. Guck mal, der fliegt perfekt. Wow, Alter, wie schnell ist denn das Ding? Wow! Ja, wir haben ein paar Motoren. Alter! Tobi, Mann! Was nicht zum schlecht, Teufel? Das lässt mich ganz vergessen, dass ich... Oh, guck mal, wie schnell ich damit drehen und wenden... Boah! Du meinst, ich kann hier sicher aussteigen, Tobi, oder soll ich lieber übers Wasser fliegen? Habt ihr das schon getestet? Tatsächlich haben wir es noch nicht getestet. Ich flieg mal hier vorne übers Wasser. Falls mir was passieren sollte, dann bin ich da irgendwie sicher. Warte mal, pass mal auf. Hier sollte ich... Ich muss ein kleines Stück zurück. Wahnsinn, Tobi, das ist das ist eins der schnellsten Schiffe, die wir bis jetzt hatten. Kann das sein? Ja, das ist auch der erste, den wir benannt haben. Das heißt, der hat jetzt einen festen Namen. Wofür steht das? Ist einfach ein cooler Name tatsächlich. Also, wir wollten halt neue Namen entdecken. Also für unsere Luftschiffe hernehmen, weil es ist eine neue Erfindung und ja, wie du weißt. Nicht schlecht. Das sollte auch ein bisschen mächtig wirken, falls es mächtig auf dich wirkt. Oh, es funktioniert. Oh, warte, was jetzt passiert? Oh, Tobi, ich wusste es doch, dass ihr das... Gott, ich bin runtergefallen. Da war irgendwas gerade fehlerhaft. Ich glaube, das ist noch nicht ganz... Also ich war hier... Ja, ich habe gerade gemerkt, dass das noch nicht ganz so... Oh Gott, ich versuche... Warte, ich versuche ganz kurz... Aua. Alles gut bei dir? Tobi, ich glaube, lande das Ding einfach mal. Das hat, glaube ich, wenig... mein Schädel, Alter. Ja, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen die... Vielleicht solltest du einfach fliegen. Ich glaube, ich bin nicht der beste Pilot. Ja. Ich flieg's mal wieder zurück zu unserer... Wie geht's dir gut? Alles gut, ich glaube... Ja, ich bin bei mir zu Hause im Bett aufgewacht. Alles gut. Oh Gott. Okay. Ja, wie gesagt, das mit diesem Schiff ist natürlich eine Sache. Das ist natürlich gar nicht verkehrt. Da können wir auf jeden Fall so Stadt weiter mit verteidigen. Aber die andere Sache mit Mo, das lässt mir keine Ruhe. Ich würde gerne wissen, hat er irgendwas zu meinen Patenkindern gesagt? Hat er irgendwie gesagt, wo die sind oder so? Ja, also, er hat gesagt, die sind woanders. Aber ich weiß nicht, Tobi. Ich brauche dich jetzt als Pirater. Ich meine, ich kann doch nicht gegen den stellvertretenden Bürgermeister direkt mit einem Durchsuchungsbefehl, nur weil er irgendwas spanisch ist. Das können wir doch nicht machen, oder? Ja, aber er hat sich doch noch nie so komisch verhalten. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist komplett überzogen. Ich glaube, das ist wirklich eine Überraschung planen. Wir sollten ihn einfach ein bisschen beobachten. Vielleicht ist er auch gerade einfach nur ein bisschen gestresst wegen seinem Hausbau. Das kann natürlich sein. Gott, wie geht's denn den anderen? Ich würde gern wissen, also, was die anderen machen. Gut. Ich meine, ja, Masitrix geht's gut. Ich habe letztens mit Masitrix sogar was gemacht, weil mein Hund ja vergiftet war, aber. Ach Gott, was ist alles passiert? Ja, meinst du nicht, dass da. Diese Organisation, was ist das genau? Ja. Was hat es damit genau auf sich? Ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Ich habe nur bekommen, dass dieses La Familia-Ding, das waren ja auch die Leute, die auf mich den Anschlag damals versucht haben und so weiter und so fort. Aber was hat es damit genau auf sich, Tobi? Naja, also ich denke, du hast ja von Petret damals die Banner gesehen bezüglich der dunklen Richtig, Bruderschaft. Wo ist Petret? Wo ist der genau? Das wissen wir alle nicht. Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Hier ist Moritus, hallo. Ach, in deinem Haus, ja. Den habe ich da schon öfters gesehen. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern diese Untergrundorganisation hier handelt, weißt du? Ich habe noch keine Tat von ihr gesehen.
Aber es kann auch sein, dass sie sich jetzt erstmal aufbaut, weißt du? Das ist, wir sollten dieser Sache auf jeden Fall nachgehen, Tobi. Ich werde direkt ein Dekret erlassen, dass wir da auf jeden Fall neue Polizeikräfte einstellen. Wir sollten vielleicht eine Art Stadtwache oder sowas jetzt eventuell wirklich mal. Und dann lass uns morgen direkt hingehen, Tobi, und das mit dem Schlachtschiff angehen. Das wollten wir auch gemacht haben, oder? Wir wollten noch ein großes Schlachtschiff gebaut haben. Gut. Ja. Okay, Leute, es gibt auf jeden Fall scheinbar einige Unklarheiten hier bei Minecraft Empire. Diesen werden wir auf jeden Fall in den Tagen auf den Grund gehen. Ich denke mal, dass es morgen keinen Livestream meinerseits gibt, weil ich noch ein wenig verhindert bin wegen einer privaten Veranstaltung. Dafür gibt es aber wahrscheinlich am Wochenende einen zum Ersatz, meine Freunde. So macht euch da auf jeden Fall keine Sorge. Wird auf jeden Fall kommen. Gar kein Problem, Leute. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, smasht auf jeden Fall ein Like-Button nach oben. Schaut definitiv mal bei Mo, bei Rotpilz, bei Patrick vorbei und wahrscheinlich auch mal beim Tori. Der macht nämlich auch nette Videos hier von Empire und das war's von diesem wunderschönen Video, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen um 12:30 Uhr bei einer weiteren Folge von Empire. Haut rein, bis morgen. Ciao.